Nothing can break me. I once felt I'm done with the defense. Drove back and climbed over your fence. Had to show you that I was a mess. So you were shrugging your shoulders. I'm closed off. What I told you, soon enough, everything started to change. 'Cause there's no going back, no going back. There's no going back to your own life. Living in the past, we're over that. Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin gestern wieder nach Passau gefahren, das habt ihr ja auch gesehen. Heute ist mein erster richtiger Tag wieder hier. Mein Zimmer schaut ziemlich anders aus, vor allem die Fensterbank und so, weil ich habe auch wieder meine Pflanzen mitgenommen und jetzt schaut es alles wieder ein bisschen wohnlicher aus. Also falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich bin jetzt im vierten Semester und im ersten Semester habe ich richtig in Passau gewohnt und dann kam Corona und dann war ich größtenteils wieder zu Hause und habe halt meine Sachen wieder mit nach Hause genommen, aber jetzt will ich auf jeden Fall wieder das Semester hier verbringen und ja, deswegen wurde ich auch gestern gefahren und dann habe ich halt viele Sachen auch von zu Hause wieder mitgenommen und jetzt schaut es alles wieder wohnlicher aus und ich freue mich einfach so. Ich kann es euch dann auch mal zeigen. Gerade sitze ich jetzt schon wieder ein bisschen an Unisachen und versuche einfach meine To-Do-Liste für heute abzuarbeiten. Gerade arbeite ich an einer Aufgabe für das Seminar Erzählen im Werbespot und da muss ich gerade einen Werbespot suchen, so den ich ganz gut für das Thema finde und muss dann die Aufgabe später hochladen. Und dann habe ich heute noch, ja, heute ist der Tag ziemlich voll. Also ich habe dann noch ein Seminar und eine Vorlesung und abends um 18 Uhr habe ich dann noch ein Tutorium. Und ja, deswegen werde ich heute den ganzen Tag an meinem Schreibtisch sitzen. Ich nehme euch natürlich wieder mit, was ich so mache und kann euch hoffentlich ein bisschen motivieren. Aber jetzt zeige ich euch erstmal so, was sich ein bisschen verändert hat in meinem Zimmer. Ich habe einmal meinen Spiegel von zu Hause wieder mitgenommen. Den habe ich extra für Passau gekauft. Der ist jetzt ein bisschen dreckig, also ja, den muss ich putzen. Generell will ich hier mal so einen Frühjahrsputz bisschen machen. Den finde ich aber sehr schön und dann kann ich mich auch immer an meinem Schreibtisch mitschminken. Und dann habe ich noch so eine Schmuckkiste mitgenommen. Die finde ich mega schön. Die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und dann habe ich noch eine Basilikumpflanze. Und dann drüben habe ich einfach noch eine Kerze hingestellt. Und dann habe ich hier wieder meine Pflanze, die hatte ich auch schon vorher hier stehen. Die habe ich bloß mit nach Hause wieder genommen, weil sonst wäre die halt sicher gestorben. Aber ja, ich freue mich, dass die jetzt wieder hier steht. Ansonsten steht jetzt heute nichts Besonderes so an. Also eigentlich den ganzen Tag nur Uni und das Wetter ist heute echt nicht berauschend, also es regnet die ganze Zeit, deswegen werde ich wahrscheinlich auch jetzt nicht rausgehen. Ich versuche einfach so viel wie möglich zu erledigen und ja, dafür eignet sich heute eigentlich der Tag perfekt. Aufgabe habe ich erledigt. Jetzt kommt gleich schon die zweite Aufgabe. Ich habe nämlich jetzt schon ein bisschen gebraucht. Also ich glaube, ich habe so eine Stunde, eineinhalb Stunden für die Aufgabe gebraucht. Und jetzt fängt schon wieder mein nächster Grundkurs an. Aber ich habe mir jetzt einen Tee gemacht und ich wollte jetzt was mit euch ausprobieren. Und zwar habe ich diese süße Kanne. Also ich glaube, ich habe die bei Butlers mal gekauft. Und das Problem ist aber, dass der Tee da drin immer nicht so lang warm hält. Und meine Mom hat mir jetzt einfach dieses Ding hier mitgegeben und zwar macht man da einfach ein Teelicht rein und dann stellt man sozusagen die Teekanne da oben drauf. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, dass es sowas gibt, aber ich finde es mega praktisch und ich werde das jetzt einfach mal ausprobieren. Also ich glaube schon, dass das auf jeden Fall länger warm hält als jetzt ohne das Teelicht. Aber ja, wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich es so süß fand. So, und jetzt werde ich mich an den Grundkurs setzen. Ich glaube, ich habe auch schon eine neue Nachricht bekommen. Und da kriege ich ja immer
eine Aufgabe, die ich dann erledigen muss bis nächste Woche. Die erste Aufgabe hat mich etwas gestresst. Ich hoffe, dass jetzt die Aufgabe etwas besser wird. Und ja, ich habe mir auch ein bisschen was zum Snacken geholt, weil dann geht es einfach besser. Ich liebe diese Vital-Cracker oder dieses Vital-Gebäck von Aldi. Ich glaube, ich habe das euch auch schon im letzten Vlog gezeigt. Also manchmal wünschte ich mir, ich wäre nicht so ein Tollpatsch. Ich habe vorhin gekocht und zwar Nudeln einfach mit so Tomatensauce und Feta und Zucchini und Pilze waren, glaube ich, auch noch drin. Und ich habe die Dose so aufgemacht und dann ist mir dieser Verschluss, also wo man so dran zieht, abgegangen. Und dann habe ich die Dose, also die Dose war noch nicht richtig offen und ich habe dann versucht, die erst mit dem Messer aufzumachen und es ging nicht. Und dann habe ich die halt so leicht reingedrückt und es hat dann geklappt, aber die ganze Soße ist einfach rausgespritzt und über meine ganzen Klamotten. Mein Pulli war komplett voll, meine Leggin, meine Schuhe, sogar meine Socken. Und jetzt habe ich versucht, alles irgendwie rauszuwaschen und ich hoffe, dass es geklappt hat, weil das ist erstens mein Lieblingspulli und zweitens ist er dann auch noch hell. Ich werde den Pulli dann einfach in der normalen Wäsche nochmal mitwaschen und ich hoffe, dass die Flecken rausgehen. Aber manchmal denke ich mir echt so, das kann nur mir passieren. Der ganze Boden in der Küche war voll, die ganzen Schränke. Ich habe mir echt gedacht, toll. Toll, Lorena, wirklich 1A. Aber das Essen war wenigstens gut. Also ein was Gutes ist dann wenigstens noch rausgekommen. Ja, dementsprechend ist es schon 3:30 und ich habe noch nicht so viel mehr gemacht. Ich habe noch meine eine Vorlesung zusammengefasst, die ich aber auch schon letzte Woche hatte und einfach nur nicht das zu Ende geschafft habe. Und jetzt werde ich mich noch an die nächste Vorlesung ransetzen und dann um 18 Uhr habe ich noch das Tutorium. Und dann werde ich heute nur noch chillen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich stehe halt ein bisschen so neben mir. Und ich bin auch irgendwie voll müde, aber ich glaube, das liegt auch einfach am Wetter ein bisschen. Ich war gerade schon duschen und jetzt habe ich mir gerade Frühstück gemacht. Und zwar gibt es wie immer Früchte einfach mit Joghurt und ein bisschen Müsli drauf. Und dann mache ich meistens noch so Agavendicksaft oder so drüber zum Süßen. Und dazu gibt es einfach ein Glas mit Zitrone. Ja, das soll ja voll gesund sein. Und ja, ich versuche einfach früh immer schon so viel wie möglich zu trinken, weil ja, ist einfach wichtig, dass man viel trinkt und manchmal vergesse ich es einfach unterm Tag. Und genau, ansonsten steht heute wieder viel Uni an, aber ich will dann auch heute unbedingt mal spazieren gehen, weil ich ja gestern nicht war. Das Wetter ist zwar jetzt wieder nicht so gut, aber ja, ich gehe vielleicht mit einer Freundin spazieren und dann muss ich auch noch unbedingt nochmal zum Einkaufen gehen. Ich war zwar am Samstag schon zu Hause, aber mir fehlen trotzdem ein paar Sachen und das will ich heute auch auf jeden Fall machen. Jetzt schreibe ich mir erstmal meine To-Do-Liste. Das mache ich auch immer früh, einfach neben Frühstück und plane einfach ein bisschen meinen Tag durch, auch was ich heute essen will und so. Ich finde es immer so schwer am Anfang, da wieder reinzukommen, so für sich alleine zu kochen. Und dann auch wieder so Rezepte zu haben, was man machen kann. Ich müsste mir, glaube ich, einfach mal alle Rezepte so aufschreiben, die ich ja für mich alleine kochen kann. Dass ich dann einfach immer so auswählen kann, auf was ich Lust habe. Weil so einfach aus dem Stegreif fällt mir immer nie was ein. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht. Aber ja, ich plane jetzt meinen Tag durch und dann melde ich mich später wieder. So, ich habe mich jetzt umgezogen, weil ich hier gleich mit einer Freundin spazieren. Es ist echt, ja, nichts Besonderes. Ich habe einfach einen Pulli an, der ist von Zara und dann noch so eine etwas weitere schwarze Hose. Und ja, ich habe mich jetzt auch nicht geschminkt oder so. Weil hier in Passau muss man auch Maske tragen in der Altstadt und deswegen lohnt sich das irgendwie mal gar nicht, wenn man sich irgendwie so richtig fertig macht. Mein Spiegel ist so dreckig, das fällt mir gerade auf. Also ja, ich muss hier echt so einen richtigen Frühjahrsputz machen. Deswegen beachtet das jetzt nicht. Und ja, ich habe auch schon meine Einkaufsliste geschrieben. Ich gehe nämlich danach gleich einkaufen, habe ich mir gedacht. Ich muss einmal in Rewe und in DM. Genau, ich ziehe jetzt noch meine Schuhe an und meine Jacke.
Und dann gehe ich auch schon los. Nothing could stop us. Sunsets, remember the colors. They were wrong. It was way more than a dream. We climbed up, yeah, over the hillside. So right, we stood there all wide-eyed. You and I floated on air in my mind. So, ich bin jetzt wieder zu Hause und habe auch gerade schon gegessen. Das habt ihr gesehen. Ich habe mir heute Ofenkartoffeln gemacht. Und auch ein paar Zucchini. Und dazu habe ich dann einfach so eine Art griechischen Salat gegessen. Und es war echt sehr gut. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja, ansonsten wird jetzt heute nicht mehr so viel passieren. Ich werde jetzt gleich noch mein Video für morgen schneiden. Und dann werde ich nicht mehr so viel machen. Wahrscheinlich gehe ich noch rüber zu meiner Mitbewohnerin. Und wir verbringen einfach den Abend zusammen. Und deswegen würde ich jetzt auch das Video hier beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lang das Video irgendwie geworden ist. Es war, glaube ich, auch ein bisschen durcheinander. Aber ich muss jetzt erstmal wieder hier ein bisschen ankommen und einfach meine Routine finden. Und dann werden die Videos, glaube ich, auch wieder ein bisschen übersichtlicher. Auf jeden Fall, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun, falls ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann immer ihr auch das Video schaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Nothing can break me.